Oh, der war zu weit. Wie auch an meinem Auto haben wir dann an Liz ihrem Auto direkt eine Anhängerkupplung nachgerüstet, damit wir da eben Biketräger auf der Anhängerkupplung montieren können. Meiner Meinung nach und erfahrungsmäßig ist das eigentlich die beste Variante, Bikes mit dem Auto zu transportieren. Das Auto bleibt sauber, es vermackt innen drin nicht und es bleibt Platz im Kofferraum, das heißt, man muss keine Sitze umklappen und so weiter. Da wir in den letzten Jahren mit dem Gravity Magazin des Öfteren Biketräger getestet haben, wusste ich, dass man da extrem auf die Modelle achten muss, weil viele Biketräger sind nicht mit Mountainbikes oder mit Downhillbikes kompatibel, einfach weil die Gravity Mountainbikes dickere Reifen haben, längeren Radstand, breitere Lenker und so weiter. Und bei diesen Tests ist öfters aufgefallen, dass viele einfach keinen Sinn für Mountainbikes machen. Und deshalb habe ich mich hier für den Westfalia entschieden. Kleine Info, auch wenn es hier gerade eine Produktvorstellung ist, ist es keine bezahlte Werbung. Mir wurde aber freundlicherweise der Träger von Westfalia zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. So, wie ihr seht, passen hier auf diesen Träger zwei Bikes drauf. Ich hatte jetzt hier mein Downhillbike gestern zum ersten Mal montiert und hier hatte ich kein Problem mit den Reifen, was ich super praktisch an dem Teil finde und wobei ihr auf jeden Fall darauf achten solltet, wenn ihr euch einen Biketräger holt, dass ihr den Radstand verändern könnt. Hier ist so eine Schiene und da könnt ihr hier ganz easy anpassen. Also ich, wenn ihr jetzt mit dem BMX fahren würdet, dann könntet ihr es kleiner machen, mit dem Dirtbike auch und hier Enduro und so weiter. Macht ihr es eben aufs Maximum, je nach Radrahmengröße. Und auch super wichtig ist die Länge von hier den Teilen, weil das ist super oft bei Biketrägern viel zu kurz, sodass ihr da keinerlei Chancen habt, die Mountainbike-Reifen abzuschließen, hier in die Schnalle zu bekommen. Da braucht man dann irgendwelche Verlängerungen und so weiter. Hier klappt das Ganze aber von Haus auf. Um das Ganze dann eng zu ziehen, zeige ich euch gleich aber nochmal, wenn das Bike drauf ist, hier einfach den Hebel. Also müsst ihr selbst jetzt nicht hier eine große Kraft aufbringen, finde ich super. Wenn ich jetzt hier mit dem mitgelieferten Schlüssel abschließe, dann könnte ich das Ganze nicht mehr aufdrehen. Also wenn ihr irgendwie auf dem Bikepark-Trip seid und mal an der Tanke oder wo auch immer das Auto verlasst und dann die Bikes mal kurz alleine lasst, schließt ihr einfach ab. Selbstverständlich ist auch der Biketräger abgeschlossen. So dass man den nicht einfach demontieren kann und damit abhauen kann. So, dann hole ich hier meinen Sender. Und die Schienen sind noch von gestern eingestellt. Ihr seht, hier die Reifen passen super in die breite Aufnahme. Wie gesagt, achtet da auf jeden Fall beim Biketrägerkauf drauf, dass die Reifen da reinpassen. Ich hatte schon Biketräger, da musste ich die Luft ablassen, damit die Mountainbike-Reifen reinpassen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dann macht ihr das erstmal hier mit dem Teil fest. Ich mache das meistens eigentlich am Unterrohr. Und da natürlich darauf achten, dass das fest genug zu ist, dass ich das während der Fahrt nicht irgendwie rausrütteln kann. Ist mir aber auch noch nie passiert in all den Jahren. Dann habt ihr hier die Teile, macht ihr hier einfach rein. So, jetzt wäre das noch zu locker. Und um das dann schön eng zu bekommen, macht ihr hier einfach mit diesem Hebel eng genug. Das gleiche hinten. Und dann sitzt das Teil für den Bikeparkbesuch oder wo auch immer ihr mit eurem Bike hin wollt. Ja, und hier, wie gesagt, würde ich immer abschließen, wenn ihr losfahrt, weil das vergisst man gerne dann, wenn man tanken war, dass hier das Teil noch nicht abgeschlossen ist, könnte so jetzt jeder aufmachen und das Bike mitnehmen. Das hier gibt natürlich jetzt auch keine hundertprozentige Sicherheit, das hat man natürlich nie, wenn irgendwo draußen ein Bike steht, aber Gelegenheit schafft Diebe
oder wie es heißt. Und ja, so könnt ihr, zumindest ist es mehr Aufwand, das Ganze aufzubrechen, das Bike rauszubekommen. Also immer ans Abschließen denken. Wenn ihr ein Bike von einem Biketräger, egal welches Modell, demontiert, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr hier die Stange noch dran lasst und dann erstmal hier den Teil öffnet. Ansonsten, wenn ihr das zuerst aufmacht, wird das Bike wabbelig und besteht die Gefahr, dass euch das aufs Auto fällt. Kleiner Tipp am Rande. Ich zeige euch jetzt mal, wie praktisch man das Teil zusammenklappen kann. Und ja, nehme ich jetzt erstmal das Bike ab. Also hier die Teile, hier unten ist so ein Hebel, den einfach antippen, dann könnt ihr das Ganze hier umklappen. So würde es jetzt nicht einfach umklappen, sondern der Hebel muss betätigt werden. So, ihr seht jetzt schon mal das praktische Packmaß. Hier die Teile noch aufmachen und dann kann man das Ganze umklappen. So, dann ganz wichtig, da war ich nämlich in all den Jahren schon öfters der Kandidat, hier Schlüssel von Biketrägern direkt an den Autoschlüssel machen, also an den Bund, weil sonst verliert man die ganz schnell, die Teile. Zack, und schon ist das Ding demontiert. Das könntet ihr jetzt theoretisch einfach in den Kofferraum legen. Das ist praktisch, oder in Keller, Garage. Nimmt kaum Platz weg, finde ich, sollte man definitiv darauf achten. Von den Tests beim Gravity Magazin habe ich da einige Firmen im Kopf, wo man das nicht zusammenklappen kann. Dann hat man so einen riesen Kaventsmann da nachher stehen, den man irgendwo unterbringen kann, muss. Und ja, das macht dann nicht so viel Spaß. So, ich habe gerade nachgewogen, 17,2 Kilogramm wiegt das Teil. Entspricht auch den Herstellerangaben, aber um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich das Ganze selbst nochmal nachgewogen. 17,2 Kilo oder 17 Kilo sind natürlich kein Leichtgewicht, wenn man das Ganze dann demontiert und in die Garage schleppt. Aber dafür lässt sich es eben klein, kompakt zusammenklappen und man hat nicht so ein riesen wuchtiges Ding da. So, man verzeiht es mir, man sieht es an meinen Augenringen, so ganz fit bin ich immer noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nicht sein, aufgrund der Kids. Aber ich habe die Abklappfunktion vergessen, weil wenn ihr hier an den Kofferraum dran müsst, lautes Motorrad, müsst ihr natürlich das Teil zurückklappen können. Kann auch nicht jeder Biketräger, achtet da auf jeden Fall drauf, weil das ganze Teil zu demontieren, nur um an den Kofferraum dran kommen zu können, will natürlich keiner. Also montiere ich das Ganze jetzt nochmal, pack das Fahrrad drauf und zeige euch, wie man das Teil umklappen kann. Falls ihr das Teil jetzt umklappen wollt, um an den Kofferraum zu kommen, ganz easy, hier ist so ein Sicherungsteil, das habe ich jetzt schon nach oben geschoben. Also so wäre es gesichert, damit ich das auch bei der Fahrt nicht lösen kann. So, zack, nach oben, und hier hinten verbirgt sich dann ein Hebel. Da greife ich jetzt von unten, ziehe hier. Da sieht man auch, wie hier vorne sich was tut. Zack, und zack, klappt ihr das Teil um. Schön behutsam nach unten, ich würde es nicht knallen lassen. Hält jetzt so, und dann kann ich hier zack an den Kofferraum. Und idealerweise wären jetzt hier Snacks für mich drin. Hier ist aber leere. Ja. Ich hoffe, hier die Tipps rund um diesen Biketräger von Westfalia haben euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Bike am liebsten transportiert, ob ihr auch umgerüstet habt mit einer Anhängerkupplung und hier diese Biketrägerart verwendet. Link zu dem Biketräger findet ihr in der Videobeschreibung, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin die kommende Woche in Davos, also gibt's Videos aus Davos, und da werde ich gemeinsam mit Lukas Schäfer sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Krass. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange da geblieben seid. Hier gibt es noch mehr Videos. Oder hier könnt ihr abonnieren. Oder einen Daumen nach oben oder nach unten da lassen. Und da geht es zu meinem Label Scrape Gear. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, würde ich sagen.